Moin Vlog! Monkey, nothing. Moin Vlog! Ganz kurzer Zwischenstopp. Wir sind jetzt erst noch kurz beim Walmart, denn ich will mir da was Cooles holen, das werdet ihr gleich sehen. Und dann danach geht's ab in die Mall! You wanna hold it? Yes. Okay, take it. Okay. That's not heavy. Thank you, monkey, thank you. Bring it to me. Bring your sweet loving. Bring it all. So Leute, ich habe mir diese geile Buntstifte-Sammlung, also es ist eigentlich keine Buntstifte, sondern das sind so Marker, also so Filzer oder sowas in der Art, geholt. In ganz vielen verschiedenen Farben, fette Kollektion, die hat fast 20 Dollar gekostet. Denn ich zeichne einfach ultra gerne und ich hatte 0,0 Buntstifte oder Filzstifte oder irgendwas, mit dem man Farben machen kann. Ich hatte nur ein paar Kugelschreiber, jetzt habe ich mir die mal geholt, damit ich wieder richtig zeichnen kann. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, dann damit zu zeichnen. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's ab in die Mall, Robert! Ah, Leute, ich habe ganz vergessen, es ist gerade mal 9.16 Uhr und die Mall macht erst um 10 Uhr auf und wir brauchen dann nur 15 Minuten hin. Deswegen fahren wir jetzt erstmal noch in so einen kleinen Park und spielen ein bisschen mit dem kleinen Monkey. Guckt euch diesen Mörder mal an! Mörder! Mörder! So, während Monkey hier in der Schaukel schwingt, kann ich ja mal ein bisschen auf das letzte Video eingehen. Also ich habe total viele richtig coole Kommentare bekommen, auch richtig lange Kommentare. Ich habe aber absichtlich auf keins geantwortet, weil ich jetzt nicht einfach immer nur so eine Standardantwort wie danke für deine Meinung, danke für deinen Kommentar da irgendwie runterschreiben wollte, weil das ist ja irgendwie ein bisschen lame. Deswegen bedanke ich mich jetzt bei euch allen. Ich habe jedes einzelne gelesen. Vor allem die langen waren natürlich besonders hilfreich einfach, weil die halt viel Feedback gegeben haben und auch Kritik und so geäußert haben, was natürlich auch einfach gut und wichtig auch ist. Also zum Beispiel hat einer geschrieben, dass er das mit dem Thanksgiving-Vlog ein bisschen enttäuschend fand und so, dass ich da halt mehr ins Detail gehen sollte und sowas. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Das werde ich ab jetzt auch machen, wenn ich irgendwas... also dass ich halt einfach insgesamt mehr ins Detail gehe, mehr in die Tiefe gehe, das wurde auch geschrieben. Dann sollte es nämlich auch wieder ein bisschen spannender sein, auch für mich einfach. Wait, Monkey, wait, okay? Und jetzt habe ich mich auf jeden Fall entschieden, das zukünftig so zu machen, dass das in Zukunft dann immer ein Vlog pro Woche mindestens halt kommt und das ist dann so ein Wochenvlog und da werde ich dann alles zusammenfassen. Das heißt, ich werde über die Woche gesehen immer so filmen, ohne irgendwas dabei zu erzählen. Einfach immer nur filmen, was ich so mache und dann werde ich das in diesem Wochenendvlog dann alles zusammenfassen und dann so eine Erzählerstimme dahinter setzen und dann halt die ganze Woche erzählen auf einmal. Das ist, glaube ich, echt viel besser und es macht dann auch wieder viel mehr Spaß, alles zu schneiden und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir noch ein paar andere Sachen überlegt, die will ich jetzt noch nicht so verraten, weil das ist unnötig, weil ich noch nicht weiß, wann die kommen. Aber auf jeden Fall wird es dann nächste Woche Sonntag, glaube ich, oder nächste Woche Montag bei euch wahrscheinlich. Nee, das ist dann übernächste Woche Montag bei euch, wird es dann den ersten Wochenvlog geben, weil diese Woche mache ich jetzt noch keinen Wochenvlog. Aber dann die Woche danach werde ich halt immer filmen, so die einzelnen Tage und dann das am Ende der Woche alles zusammenschneiden. Also freut euch schon mal drauf. Hey!
Hi, good, how are you? So Leute, zurück sind wir im guten alten Zuhause. Jetzt habe ich natürlich ein paar Sachen gekauft und die werde ich euch jetzt erstmal zeigen in einer kleinen Mini-Haul. So, als erstes mal richtig fett geile Kette geholt. Also die ist jetzt nicht fett, sondern schön grazil immer noch. Ein bisschen Silber und dann unten ein kleines Cross dran, ne? Finde ich richtig nice. So sieht das Ganze aus. Also ich meine, es ist wirklich jetzt nicht krank auffällig, aber es ist einfach mega cool. Und es gab doch fette, riesige Goldketten und alles, aber ich wollte jetzt nicht so übertreiben und auf so einen coolen Rapper tun oder so, sondern einfach mir nur so eine schöne, kleine, grazile Silberkette holen und jetzt nicht so eine fette Prollkette oder sowas. Und die finde ich schon ganz nice. Die kann man auch locker, easy gut unterm T-Shirt tragen. Dann fällt es nicht direkt auf. Dann sieht man es hier nur so ein bisschen. Finde ich auf jeden Fall mega gut. Dann, und das habt ihr auch schon im Auto gesehen, habe ich mir diese Stifte geholt. Habe ich ja schon im Auto erklärt, muss ich jetzt nicht alles nochmal sagen. Das wird auf jeden Fall geil, damit zu zeichnen. Und dann war ich noch bei Champs und habe mir da eigentlich diese nice Raiders-Mütze geholt. Warum Raiders? Ich bin zwar jetzt kein großer Raiders-Fan oder sowas, aber ich brauchte einfach eine Mütze, weil ich habe keine. Es wird jetzt hier langsam auch kalt und das war einfach die von den Farben die coolste. Redskins gab es nicht, deswegen von den Farben war das einfach die coolste und ist halt schön schlicht, grau, weiß, schwarz einfach. Also damit kann man einfach eigentlich nichts falsch machen. Und dann habe ich aber auch noch, weil Champs mal wieder ein krasses Angebot hatte. Man konnte wieder zwei für einen Preis. Und dann habe ich halt einfach die Seahawks-Mütze genommen. Es gab sonst noch Panthers und irgendwie Chicago Bulls gab es eine. Die sah aber nicht so geil aus. Und dann gab es halt noch, wie gesagt, diese Seahawks-Mütze. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt tragen werde, aber vielleicht kann ich sie irgendwie noch verkaufen oder so. Vielleicht werde ich sie auch mal tragen. Ich finde halt bloß die Raiders-Mütze deutlich, deutlich cooler. Deswegen werde ich eigentlich immer die Raiders-Mütze tragen. Vielleicht mal die Seahawks-Mütze, aber nicht unbedingt. So sieht der ganze Spaß dann auf dem Kopf aus. Coole Raiders-Mütze für den Winter. Ich brauchte natürlich eine Mütze. Und ich finde, die sieht auf jeden Fall mega fresh aus. Dann dazu noch die Kette, Alter. Sieht einfach Bombe aus. Ich finde, die sieht ziemlich fresh aus. Ist halt schön schlicht gehalten. Geiles Raiders-Logo. Und ja, Mann. So kann man es auf jeden Fall tragen. So, und die Seahawks-Mütze setze ich auch einmal kurz auf. Ja, sieht eigentlich auch nicht scheiße aus, aber ich finde halt dieses Grün, ja, sind halt die Teamfarben, ne? Aber, weiß nicht, die Raiders-Mütze finde ich auf jeden Fall krasser. So, Leute, das war's auf jeden Fall heute mit dem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Freut euch auf jeden Fall auf die nächsten Wochenvlogs dann und auf so kleine Special-Videos, die ich halt noch nicht verraten will. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, Leute, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt. Wir sind jetzt übrigens schon über 300 Abonnenten. Ich glaube, 301 war der letzte Stand. Richtig, richtig top, Leute. Richtig top, Mann. Danke für jeden, der abonniert hat. Da wird auf jeden Fall bald auch ein Special kommen und ja Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, bis dahin, euer Eric.